Ja, also ich meine, also Respekt ans ZDF, dass sie so eine Reportage bringen, die wirklich sehr, sehr klar und deutlich mal die Dinge beim Namen nennt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Ja, aber wenn selbst die Öffentlich-Rechtlichen jetzt schon so weit sind, dass sie um dieses Thema gar nicht mehr drum herum kommen, weil es ja nun so offensichtlich ist, dass wir hier ein wirkliches Problem haben, seit einigen Jahren. Und die Ursachen dafür ja auch ziemlich eindeutig sind, ja, dann merkt man ja erst recht, dass das ein ziemlich großes Problem zu sein scheint, was wir mittlerweile hier in diesem Land haben. Na gut, dann machen wir das. Also, hier ist eine Doku, ZDF-Reportage, Achtung, Messerstecher, weil es gab ja kürzlich eine Statistik, irgendwie 34 Messerstechereien am Tag in Deutschland oder irgendwie sowas. Und insofern will man hier ein bisschen was über die Ursachen oder so erzählen. Wir werden es sehen. Bitteschön. Waffenkontrolle. Okay, Messer irgendwas? 34 Messerangriffe in Deutschland pro Tag. Ein Messer ist eine Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert. Es kann überall passieren, auch im Fitnessstudio. Ich habe das Messer in seinen Händen entdeckt und da war das Messer eigentlich dann auch schon in meinem Körper. Viele Jugendliche gehen nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus. Der eine hat einen Totschläger, der andere hat vielleicht ein Rambo-Messer dabei. Tja. Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet. Hier wurde ein 22-jähriger Mann Opfer einer Messerattacke. Yassin Güler ist durch einen Stich beinahe ums Leben gekommen. Der Geschichtsstudent ist in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios, als er aus der Dusche plötzlich Hilferufe hört. Ja, die Schreie waren erschütternd und dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt, habe versucht zu helfen, kam aber gar nicht erst so weit. Denn der Täter rannte mir entgegen und stach mir dann auch innerhalb von Millisekunden das Messer in die rechte Seite. Der Einstich ist 7 cm tief. Die Klinge trifft Arterien, die Niere und den Darm. Eine Sanitäterin, die privat im Studio trainiert, hält ihn am Leben. Ich habe 5 bis 6 Liter Blut vor Ort verloren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das eine Stunde lang ohne Transfusion überlebt, sehr gering. Ja, der wunderbare Kollege, der ist ja wahrscheinlich auch genau der Richtige, ne? Um Gewaltfantasien abzubauen, der da hinten hängt. Wie steht es zum Waffenrecht, Holger? Sollte es liberaler sein, wie in Österreich oder strikter? Ich bin für ein sehr striktes Waffenrecht. Ja, ich kann mich an keine Interviewanfrage erinnern, also sorry. Dann schickt es am besten nochmal. Also, sorry, habe ich vielleicht übersehen? Ich weiß nicht. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Naja, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie zum Beispiel in den USA, wo es ja ein sehr liberales Waffenrecht gibt, wie da die Tötungsrate ist mit Erschießen und mit Erstechen, dann finde ich, ist das für mich Beweis genug, dass ein striktes Waffenrecht auch dafür sorgt, dass es weniger solche Gewalttaten gibt. Ne? Also das ist, da gibt es schon einen kausalen Zusammenhang. Insofern bin ich sehr für ein striktes Waffenrecht. Aber ich habe es geschafft. Die junge Dame hat mich wachgehalten. Die hat mich versucht, mit Witzen ja, bei Laune zu halten. Und ich glaube, dass ich ohne sie heute hier nicht mehr sitzen würde. Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Im April 2023 sticht ein Mann in diesem Fitnessstudio in Duisburg insgesamt 4 Personen nieder. Ah ja, das weiß ich. Der Ja. Täter kann zunächst fliehen, wird später anhand von Bildern einer Überwachungskamera identifiziert. Es ist ein 27-jähriger Flüchtling aus Syrien. Nach seiner Festnahme ergeben die Ermittlungen, dass er bereits eine Woche zuvor eine Person mit 28 Messerstichen getötet hat. Na, wenigstens wird das deutlich gesagt, immerhin. Das ist ja schon mal was. Ich dachte, dass das jetzt die Täterherkunft überhaupt nicht erwähnt wird.
Zur Herkunft von Messerstraftätern gibt es bundesweit keine einheitlichen Zahlen. In Nordrhein-Westfalen aber gab es 2000. Ja, der war auf keiner Kuschelparty. Davon ist auszugehen, ja. 2022 fast 4000 Tatverdächtige. 44% davon hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Tja. Yasin Güler sieht den Täter Monate später vor Gericht wieder. Ein Islamist, der seine Verbrechen mit religiösen Motiven begründet. Die Opfer hat er wahllos ausgewählt. Er zeigt keinerlei Reue. Ich habe ihm regelmäßig in die Augen geschaut, aber man sieht nichts in seinen Augen. Also das war eine arme Seele. Und ich glaube, man darf sich jetzt nicht von seinem Hass kontrollieren lassen, weil das einem auch selber nicht gut tut. Dabei hätte Yasin allen Grund zu hassen. Nach der Attacke liegt er 8 Wochen auf der Intensivstation, wird 10-mal operiert. Es geht um Leben und Tod. Also dieser Typ hatte vorher schon jemanden mit 28 Messerstichen zugrunde gerichtet und lief trotzdem noch weiter frei rum? Also ehrlich. Bis heute kämpft er mit den Folgen. Yasin trainiert regelmäßig seine Lunge. Seine beiden Nieren funktionieren nicht mehr. 3-mal in der Woche muss er zur Dialyse. Vor der Tat war er durchtrainiert mit Sixpack. Doch ob er jemals wieder so aussehen wird, ist ungewiss. Ich kann kaum Sport treiben. Ich habe Probleme mit dem aufrechten Gang. Ich habe Probleme mit der Stabilität. Ich kann nicht richtig auf Toilette gehen, da ich ja den künstlichen Darmausgang noch habe. Seine Zeit verbringt er vor allem mit Videospielen. Hierbei reagiert er sich ab. Ja. Der Hamburger Hauptbahnhof. Seit Oktober letzten Jahres gilt hier ein strenges Waffenverbot. Hauptkommissar Martin Borak beobachtet, dass immer häufiger Messer mitgeführt werden. In dem Fall ist es ein ganz normales Multimesser. Auch diese Messer können aber rein theoretisch trotz der Kürze der Klingenlänge dazu eingesetzt werden, andere Menschen zu verletzen. Das kommt auch immer wieder vor. Ja, Gott, laut Bundeskriminalamt gab es 2022 12.355 Messerangriffe. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Denn die genannte Zahl umfasst nicht alle Delikte. Die aufgereihten Messer sind nur eine kleine Auswahl. Sie wurden innerhalb von 24 Stunden bei Kontrollen rund um den Bahnhof sichergestellt. Jedes Messer ist gefährlich. Weil im falschen Rippenbogen durchgedrückt, an eine Halsschlagader reingedrückt am Hals. Das ist so ein kleines Stück, was man braucht, um die Halsschlagader zu verletzen. Also von daher gibt es kein gefährlich oder nicht gefährlich. Es gibt vielleicht bedrohlich, weil ein großes Messer bedrohlich wirkt oder aussieht. Aber dieses große Messer. Tja, und dann wird sich eben gewundert, warum die Leute die AfD wählen, ja. Und dann geht man gegen die AfD, geht man auf die Straße und demonstriert. Warum demonstriert keiner auf der Straße gegen diese ganzen Messerstechereien, ne? Wie wäre das denn mal? Da mal ein Zeichen zu setzen. Tja. Traut sich keiner. Das birgt nicht viel mehr Gefahr als das kleine Messer, wenn es unverhofft von der Seite kommt. Heute gehen Barok und seine Kollegen wieder auf Messerjagd. Der erfahrene Einsatzleiter brieft sein Team. Insgesamt 20 Beamtinnen und Beamte werden heute die Kontrollen durchführen. Ihr kennt das Gebiet, ihr kennt unsere Klientel hier und ich möchte bitten, dass da auch niedrigschwellig eingeschritten wird, immer unter Vorgabe dessen, was das Recht hergibt. Es ist kurz nach 14 Uhr. Die Polizeihauptkommissare Marc Drews und Christian Zietz sind unterwegs in ihrem Revier. Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone. Klingenlänge Messer ab 4 cm oder bis von 4 cm aufwärts ist verboten. Ja, wie würden das kontrolliert? Wenn die Leute durchsucht mit Leibesvisite oder was? Also ich habe noch nicht am Hauptbahnhof noch nicht erlebt, wenn ich mal am Hauptbahnhof war, dass da irgendwie jemand gefragt hat oder. Wie wird das denn kontrolliert? Reitstoff, Sprühgeräte, Schusswaffen, alles nicht erlaubt. Schon nach wenigen Metern fällt ihnen eine verdächtige Person auf. War das im Zusammenhang mit dem Kioskbesuch oder hat er uns tatsächlich bewusst wahrgenommen und ist dann... Der hat uns bewusst wahrgenommen. Offensichtlich fühlt sich der Mann von den Polizisten beobachtet. Verschwindet schnell in einen nahegelegenen Kiosk. Hier rein? Ja, der ist hier rein, ja. Der mit der schwarzen Kapuze, okay. Im Rucksack. Ist noch drin im Kiosk.
Guck gleich mal raus. Konspiratives Verhalten hat uns gesichtet und ist dann ganz gezielt direkt abgewogen. Ein Bekannter oder? Nee, mir persönlich zumindest nicht. Mir auch noch nicht. Mal gucken. Die Beamten entscheiden sich zu warten, bis der Verdächtige den Kiosk verlässt. Die Polizei, guten Tag. Hallo. Hallo, ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen. Eine Personenkontrolle. Can I have a look inside here? Ja, ja, sure. Yeah. You got anything in here? Identity cards? No, no. Something else? Would you not allowed? Just leave your hands outside. Oh, okay. You got anything with you? Would you not allowed to have? Weapons? Drugs? No, no, something else? I only have weed. Weed? Yeah, where? Tell me, just tell me where? Yep, small, I think it's here. Inside, there. Okay. So, you're not Na, allowed. Das ist ja bald erlaubt. Personenkontrollen wie diese sind immer eine brenzlige Situation. Denn ein Messer ist schnell gezückt. Gerade was Messerangriffe angeht, ist es natürlich schwierig, aus einer kurzen Distanz das Ganze abzuwenden. Die ist beim Messer 7 Meter und das ist halt unrealistisch und unpragmatisch. Die Beamten finden bei dem Mann einige Gramm Marihuana. Waffen hat er nicht dabei. Er bekommt für heute ein Aufenthaltsverbot. Alles Weitere entscheidet die Staatsanwaltschaft. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mehr als eine 500.000 Besucher und Reisende nutzen ihn täglich. Der ganze Bereich gilt als Brennpunkt der Kriminalität. Ja. Ich habe den Eindruck, dass die Hemmschwelle deutlich gesunken ist. Es nicht nur in die Hand zu nehmen, sondern es auch zu benutzen. Und dass auch mittlerweile auch viele jüngere Menschen der Meinung sind, dass wenn sie ein Messer tragen, dass sie das benutzen können zu ihrer Verteidigung. Und naja, gut, wir haben ja vorhin schon was über den Täter gehört. Das ist ja nun der weiße Elefant im Raum offensichtlich, dass es offenbar auch was damit zu tun hat, dass eine ganze Menge Menschen seit 2015 ins Land gekommen sind. Ne? Also der konnte ja gerade auch kein Deutsch offensichtlich, mit ihm haben sie ja Englisch gesprochen. Also insofern, das sollte man dann auch dazu sagen, ne? Wir wissen alle, es ist eine Gewaltspirale, die sich nach oben dreht. Wenn er einen Messer hat, hat der andere vielleicht auch ein Messer, dann benutzen es beide. Wie gefährlich der Einsatz von Messern sein kann, erleben die Beamten fast jeden Tag. Es ist Samstagabend, kurz nach 19 Uhr. Sozialarbeiter Maschut Khan ist zusammen mit seinem Kollegen Ahmed Nassar nach Hamburg unterwegs. Ein Stadtteil im Süden der Stadt, der immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Harburg ist in den letzten Jahren immer wieder durch Messerattacken aufgefallen. Wir haben einige Menschen verloren, innerhalb ein Jahr sogar in Harburg mit mehreren Messerangriffen. Maschut Khan, du bist ja auch ein Moloch in Harburg. Ich möchte auch nicht in Harburg wohnen. Sozialarbeiter, hat selbst einen kriminellen Background. Weil hier Wandsbek auch immer schlimmer wird, wo unser Studio hier ist. Also. Zehnjähriger wird er zum ersten Mal verhaftet. Raubüberfälle, Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung. Ein ehemaliger Intensivtäter, der sich jetzt um die Kids auf der Straße kümmert. Was geht? Komm mal her. Was geht? Alles gut? Wie geht's dir? Sozialarbeiter Maschut ist verabredet. Er sucht regelmäßig Kontakt zu den Jugendlichen hier im Viertel. Um nicht erkannt zu werden, haben sich die jungen Männer maskiert. Einer von ihnen kommt gerade aus dem Gefängnis. So, wie lange bist du schon raus jetzt? 3 Wochen. Wie fühlst du dich? Ganz gut, eigentlich, ne? Ja. Endlich raus, Freiheit wieder. Das heißt, du willst auch nicht wieder rein? Natürlich nicht. Zweieinhalb Jahre saß der 19-Jährige wegen schweren Raubs im Gefängnis. Für viele junge Männer hier ist Gewalt alltäglich. Unterwegs, auf der Straße, sind sie oft bewaffnet. Ein Messer? Du hast jetzt keins dabei? Nein, eigentlich jetzt gar nicht. Normalerweise schon? Normalerweise schon. Also je nachdem, man weiß halt, wie es in der Gegend ist. Es ist manchmal heiß, manchmal wird jemand abgestochen. Und dann nimmt man vor sich halt mal ein Messer mit, um sich halt selber mal irgendwie zu wehren, wenn das brenzlig wird. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt nicht hier wären, hättest du normalerweise ein Messer dabei? Eigentlich schon, ja. In seinem Alltag auf der Straße beobachtet der 35-jährige Sozialarbeiter, dass viele hier ein Messer dabei haben. Seiner Meinung nach sind es überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Kurz vor 6 Uhr morgens. Das Seehaus in Leonberg. Eine Einrichtung des Jugendstrafvollzugs. Ein Gefängnis ohne Mauern, ohne Gitter.
Zurzeit sind hier 15 jugendliche Intensivtäter in drei betreuten Wohngemeinschaften untergebracht. Einer von ihnen ist Erim. Nach einem Messerangriff verurteilt zu 5,5 Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Also wir haben hier strukturierten Tagesablauf. Jeder hat am Anfang sehr seine Schwierigkeiten, kommt nicht so schnell voran. Aber wenn du mal den Rhythmus drin hast und die Struktur drin hast, dann läuft eigentlich alles glatt. 2 Jahre war Erim im regulären Jugendstrafvollzug. Seit 10 Monaten ist er im Seehaus. Das Konzept: Die Jugendlichen leben hier mit Betreuern familienähnlich zusammen. Das soll Halt und Orientierung geben. Nele Graski studiert Sozial. Der gehört in den Knast, der Junge. 5,5 Jahre. Der hat dann noch so eine kuschelige, schöne Atmosphäre da mit, auch mit Bananen und alles schön kochen in der Küche mit anderen zusammen, als wenn er in einer WG wohnt. Was ist denn das für eine Strafe? Also, weiß ich nicht. Das ist doch auch wieder so gutmenschelnde. La Arbeit. Die 22-Jährige hilft mit einer Kollegin, den Alltag der jugendlichen Straftäter zu organisieren. Also, wir wissen über deren Straftaten Bescheid. Und ich finde, bevor man den Jugendlichen kennt, ist es oft, da schluckt man schon. Also auch als ich seine Taten natürlich gehört habe, war das am Anfang, liest du das und denkst, boah, krass, was ist das für ein Mensch? Erims Biografie ist die vieler Straftäter. Der Vater gewalttätig, Trennung der Eltern, Schulverweise, Schlägereien. Seine Kindheit und Jugend verbringt er mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern in Frauenhäusern. Bis kurz vor seiner Tat lebt Erim in einem Internat. Der Auslöser damals? Ein Streit unter Jugendlichen. Verletztes Ehrgefühl. Es ging mir nur darum, dass jemand schlecht unter mir geredet hat. Und da war ich schon auf 180 und ich weiß nicht, was mit mir in dieser Phase los war. Ich glaube, da könnte jeder kommen können und hätte zu mir Hurensohn oder was weiß ich was gesagt und ich hätte ihn abgestochen. Mehrfach sticht der damals 16-Jährige auf sein Opfer ein. Erim liest aus seiner Gerichtsakte vor. Eine ca. 2 cm tiefe Stichverletzung am rechten Brustkorb, das Herz nur knapp verfehlt. Eine ca. 1,7 cm lange und 1,5 cm tiefe Stichverletzung im Bereich des linken Nackens, die tief in die Muskulatur reichte und zu Einblutungen in der Rückenmuskulatur führte. Wenn du das jetzt auch so durchliest, was geht dir da durch den Kopf? Ich habe ja auch Bilder dazu gehabt und habe auch die Bilder gesehen und vor allem jetzt, gerade wenn man die Nachrichten liest, was alles abgeht und was man von Erzählungen hört, was anderen passiert, dann denke ich mir, ey krass, wie kann man sowas überhaupt machen? Das ist doch nicht menschlich, jemanden so zu verletzen, abzustechen. Ja, das fällt dir ja spät ein. Und was weiß ich was, und dann überlege ich mir, ey, was habe ich denn? Hat er ja vorher nicht gewusst, ne? Wie kann man sowas machen? Nicht gemacht. Und dann denke ich mir schon, Alter, du warst echt dumm und wie konntest du sowas übers Herz bringen? Ja, wie geht's denn dem Opfer? Das wird gar nicht weiter gesagt. Hat er den umgebracht? Nee, wahrscheinlich ja nicht. Ne? Aber was hat er da, irgendwelche Folgeschäden? Da wird gar nichts weiter drüber erzählt. Ja, also ich meine, also Respekt ans ZDF, dass sie so eine Reportage bringen, die wirklich sehr, sehr klar und deutlich mal die Dinge beim Namen nennt. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Aber wenn selbst die Öffentlich-Rechtlichen jetzt schon so weit sind, dass sie um dieses Thema gar nicht mehr drum herum kommen, weil es ja nun so offensichtlich ist, dass wir hier ein wirkliches Problem haben seit einigen Jahren und die Ursachen dafür ja auch ziemlich eindeutig sind, ja, dann merkt man ja erst recht, dass das ein ziemlich großes Problem zu sein scheint, was wir mittlerweile hier in diesem Land haben. Was Messer anrichten können, das weiß auch Maximilian Pollux. Als Jugendlicher war er kriminell, nutzte für seine Straftaten auch Messer. Ein Messer ist eine Waffe, die in einem Bruchteil einer Sekunde Leben verändert. Und das ist tatsächlich diese Bewegung, eine einzige Bewegung. Die meisten Messerstecher, die ich kenne, 99,99% würden diese Tat ungeschehen machen. Ein Messer ist auf jeden Fall ein Ticket ins Gefängnis. Nach einer 2-jährigen Flucht durch Europa saß... Ja, offenbar ja nicht. Für den einen da eben, der hat ja in so einer netten WG da gewohnt. Pollux lange Jahre im Knast. Heute arbeitet der 40-Jährige als Antigewalttrainer und gibt Kurse an Schulen. Bei YouTube will er Jugendliche aufklären.
Auf diesem Channel reden wir über meine Erlebnisse von 10 Jahren Haft. Heute ist er an der Wilhelm-Leuschner-Gesamtschule in Mainz-Kostheim. Der Klassenlehrer hat ihn eingeladen. Er soll vor der CNC sprechen. Ich war selber im Gefängnis, fast 10 Jahre lang am Stück. Also ihr seid jetzt eine 10. Klasse. Ich finde es immer schwer zu erklären, was heißt 10 Jahre Gefängnis. Aber ihr könnt euch vorstellen, von der 1. Klasse bis jetzt, diese ganze Zeit war ich im Gefängnis. Es ist ganz ist ja schön, wenn die alle, nachdem sie jemanden abgestochen haben, dann zur Erkenntnis kommen, dass das vielleicht nicht so schön war. Aber dann ist es zu spät. Also ich meine, das ist also, wenn er 10 Jahre im Knast war, dann heißt das doch ganz klar, dass er jemanden getötet hat. Das ist doch wohl offensichtlich, ne? Dill, als Maximilian Pollux eine Geschichte aus seiner Jugend erzählt, bei dem ein Streit zwischen zwei Mädchen völlig eskalierte. Das eine Mädchen schubst die andere und sie rutscht ein bisschen aus und fällt aufs Knie und schürft sich halt die Hose auf. Und die waren beide ein bisschen betrunken. Und jetzt sagt das Mädchen, das hingefallen ist, ich bring dich um, du Hure, du hast meine Hose dreckig gemacht. Und zieht ein Messer und sticht dem anderen Mädchen einmal in die Brust. Und das Mädchen, das den Messerstich abbekommen hat, fällt hin und stirbt. Die Schülerinnen und Schüler wissen, wie schnell vermeintlich harmlose Streitereien völlig eskalieren können. Fast die Hälfte von ihnen hatte schon Kontakt mit Messern. Ich höre vor allem von Jugendlichen, mit denen ich auch selbst Kontakt habe. Sie sagen halt immer zur Selbstverteidigung, was wenn der andere auch ein Messer dabei hat, dann kann ich mich ja gar nicht schützen. Ich merke auch so, mittlerweile viel mehr Leute haben Messer dabei, da fühlt man sich ja klar ein bisschen unsicherer. Da denkt man dann naja, natürlich, dass man auch ein Messer mitnehmen sollte, damit man sich wehren kann. Jetzt würde ich gerne ein kurzes Rollenspiel machen. Dafür bräuchte ich einen oder eine, die vielleicht selber glaubt, ja, aber wenn ich ein Messer hätte, könnte ich mich damit verteidigen. Lukas macht das Spiel mit. Dann würde ich mal sagen, das ist dein Messer. Also jetzt spielen wir so ein bisschen die klassische Situation, vor der die Leute Angst haben, wenn sie sich denken, ich sollte ein Messer dabei haben. Lukas ist mit einem Stück Kreide bewaffnet. Fuck, oh, er hat ein Messer. Oh. Jetzt soll Lukas dem Trainer die Tasche abnehmen. Obwohl ich es wirklich kann, hat er mich eigentlich richtig schlecht erwischt. Also das ist sogar Richtung, das kam sogar Richtung Herz hin. Beim zweiten Szenario sind beide mit einem Messer bewaffnet. Sie verletzen sich gegenseitig. Ups. Ups. Wo ist denn jetzt die gute Möglichkeit? Wo ist jetzt das, wo ich gesagt habe, ah ja, gut, dass ich ein Messer dabei hatte? Es gibt in dieser Situation keine mehr. Jetzt zeige ich euch kurz, was die wirkliche Antwort in so einer Situation ist. Die wirkliche Antwort in so einer Situation ist, ich lauf und du kommst. Gib mir deine Tasche. Oh fuck, ja Mann. Bitte tu mir nichts. Wie sehr willst du mich jetzt noch abstechen? Gar nicht. Oh, was habe ich verloren? Pfuffi in der Tasche. Ja, danke. Bisschen Geld. Ja, und es ist auch keine Lösung. Das Rollenspiel soll den Schülerinnen und Schülern die Augen öffnen. So. Ich habe auch schon ein Messer mit nach draußen genommen, aber ich wusste nicht damit, dass so ein riesen Ausmaß hat. Warum hast du das gemacht? Warum hast du ein Messer dabei? Genau aus den Gründen. Einfach nur, um mich sicherer zu fühlen. Die Botschaft am Ende des Anti-Gewalt-Trainings an die Schülerinnen und Schüler ist eindeutig. Lasst eure Messer zu Hause und geratet nie in ein Messerkampf. Also wenn jemand mich überfällt mit einem Messer und mich ausrauben will, dann soll ich es, ja gut, sagt die Polizei ja auch. Lieber drauf eingehen und bloß nicht den Helden spielen, klar. Ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, ne? Aber wenn ein Messer in eurer Nähe gezogen wird, rennt. Das ist die einzige Verteidigung, die man hat gegen Messer. Zurück in Oberhausen. Messeropfer Yassin Güler lebt noch bei seiner Mutter.
Seitdem er im April 2023 niedergestochen wurde, nimmt er jeden Tag bis zu 15 Tabletten. Mein Gott, der arme Kerl. Ich muss Blutverdünner einnehmen, ich muss Magentabletten einnehmen, damit der Magen durch die ganze Menge an Tabletten nicht angegriffen wird. Mutter Nicole ist gelernte Arzthelferin. Sie versorgt ihren Sohn. Hier ist das ganze Sammelsurium. Hier sind die ganzen Medikamente für den Yasin. Die ganzen Pflaster, Verbände, Kompressen, alles für seine Wundversorgung. Seit dem Angriff auf ihren Sohn ist sie krankgeschrieben. Sie muss sich um Yasin kümmern, um seine Verletzungen, aber auch um seine Stimmungsschwankungen. Tja, da ist so ein Leben dann einfach mal so versaut, ne? Da möchte man sagen, danke Merkel, ne? Danke Merkel. 20/7 wieder Mutti sein. Zwischendurch ist er auch so gefrustet, dass ich dann Fußabtritte... Stichsichere Weste tragen, sagen, ja. Mein Gott, wenn es schon so weit ist, du... Wo er mal Dampf ablassen kann. Das unbeschwerte Leben ist für ihren Sohn, aber auch für die 49-Jährige erstmal vorbei. Ich bin zwar nicht angestochen worden, aber für mich hat sich das Leben und die Einstellung auch massiv verändert. Ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, arbeitstechnisch, wie ich auf der Arbeit agiere, wie ich in der Gesellschaft agiere. Doch hat mit mir auch schon eine ganze Menge was gemacht. Ein Stich hat das ganze Leben der beiden völlig verändert. Trotzdem bereut Yasin nicht, dass er damals helfen wollte. Das hat etwas mit Zivilcourage zu tun, das hat aber auch etwas mit Menschsein zu tun. Man sollte niemals jemanden im Stich lassen. Und ich finde, ich habe alles richtig gemacht. Und wenn ich wieder vor die Wahl gestellt werden würde, dann würde ich es wieder tun, ja. Yasin muss bald erneut operiert werden. Zum 13. Mal. Zurück am Hamburger Hauptbahnhof. Der meistbesuchte in Deutschland. Wir schaffen das, genau. Es ist mittlerweile kurz nach 20 Uhr. Polizeihauptkommissar Marc Drews ist immer noch im Einsatz. Zusammen mit einer Kollegin kontrolliert er innerhalb der Waffenverbotszone rund um den Bahnhof. Nagelschere? Ja. Okay, ich bin vorsichtig. Ja, einfach vorsichtig. Also Nadeln oder sowas habe ich gar nicht. Okay, Messer, irgendwas? Nein. Nein, okay. Haben Sie noch Drogen dabei? Nein. Nein, okay. Gerade in Bezug auf Messerangriff oder andere Waffen achten wir darauf, wo die Hände der Person sind, dass die nicht irgendwo rumwühlen. Schon nach wenigen Minuten ein Drogendeal auf offener Straße. Direkt vor den Augen der Beamten. Herr Unai, vielleicht Quizfrage zum Anfang. Was? Ja. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist frustrierend, ne? Und man hat ja das Gefühl, dass das eher noch schlimmer wird. Ne? Weil Und dann wundert man sich eben, wenn die Leute dann eben am Ende des Tages rechts wählen, ne, und rechtsextrem wählen. Ja, also irgendwas stimmt in diesem Land ja nicht. Also in der Hinsicht. Mann, Mann, Mann. Danke, Merkel. Genau. Danke, Grüne.